Und lieben Sims 2 Freunde, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Hier gibt es ein tierisches Chaos. Ich habe irgendwie vergessen, wie man nochmal den Hausmeister anruft. Und das ist nur, ja, guck mal, ich glaube, Lebensmittel müssen wir eh kaufen. Weil ich glaube, die sind leer oder zumindest ziemlich leer. Zim, die wumm, die wumm, die wamm, die wumm, die wamm, die wumm, die flubblubblub. So, bitte sehr. Spaßgarten. Spaßgarten. So, die kommen dann gleich. So, aber wo war denn nochmal auflegen und Gruppe anrufen. Ich kann nur anrufen, Taxi rufen, Sim. Notdienst. Also ich habe jetzt Service. Was ist Sim? Aber Sim ist auch nicht. Das ist, wir mussten da, wir konnten doch irgendwo den Hausmeister anrufen. Schnauze. Komm, Frau Schein. Sim anrufen, das wollte ich an. Wie kann ich denn nochmal? Moment, anrufen, Gruppe, Magazin, ja. Immobilienurlaub, stummschalten. Tara verliert Hobby, ja, das ist mir erstmal egal. Aber das müsste doch eigentlich unter Service sein, oder nicht? Ich verstehe das nicht, liebe Leute, ich verstehe das nicht. Ich weiß, ich bin nicht der Allerhellste gelegentlich, aber das ist ja schon peinlich, ne? Butler, Gehorsamkeitsheirat mit den Kindern. Ey, bin ich jetzt echt blöd? Worunter war das denn nochmal? Gruppen? Gruppe verwalten? Stummschalten? Immobilien? Partyveranstaltungen? Anrufen Sim um Date bitten. Service? Notdienst? Lieferant? Taxi rufen? Transport? Dann machen wir nochmal Notdienst. Jetzt geht's da durch. Die bricht ja sofort ab. Das ist ja das Schöne. Die bricht sofort ab. Aber Notdienst war das so eigentlich auch nicht, oder? Da kommt der Essensmann. Die sind jetzt wieder am. Okay, sie nimmt das jetzt erstmal entgegen, das ist eine coole Sache. Spisco, aha. Aber ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie das mit dem Anrufen ging. Immobilienparty veranstalten, Gruppe anrufen. Also Date, ich habe nur Service, Notdienst, Lieferant, habe ich angerufen, Taxi rufen, Transport, sonst. Rufen wir mal Notdienst an, keine Ahnung. Oh, Manni ist halt am Trainieren, okay. Der kurze, wie sieht's hier essenstechnisch aus? Harndrang. Spaschka. Polizei, Feuerwehr, auch nicht. Also jetzt, okay, ja, genau. Isst ja erstmal was, siehst du, ne? Erstmal auf Manni, du kannst ja hier mal theoretisch. Immobilien kann ich nur, ne? Gemeinschaftsgrundstück und anrufen, Gruppen, bla bla bla, Mitbewohner, Party veranstalten, Magazin bestellen, anrufen. Date, Service, Notdienst, Arbeit. Okay, könnt ihr dann auch Arbeit quitten, ne? Lieferant, Transport ist das auch nicht, ne? Das kann die Kleine gleich reinigen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ne, wie nutzen. Vielleicht ist es auch nicht kaputt. Vielleicht muss es einfach nur gereinigt werden. Das macht ja die Kleine. Ich weiß nicht. Also vielleicht taucht die Option tatsächlich nur dann auf, wenn da tatsächlich irgendwas kaputt ist. Vielleicht ist die Toilette gar nicht kaputt. Ich weiß es nicht. Oder hat sich von alleine repariert. Ich, So, kurzer, wie sieht's hier bei dir aus? Du müsstest mal Pipi machen. Pass mal auf. Tara, Süße. Okay, die jagen gerade ein bisschen, das finde ich auch prinzipiell gut, aber du wirst jetzt mal ganz kurz den guten Cäsar ans Töpfchen gewöhnen. Cäsar, mein Freund, du wirst jetzt ganz kurz mal. Ja, lass es ganz, Kleiner, lass es ganz. Bisco, ne? Lass es ganz. Mein Papa, also. Okay, dann war der wahrscheinlich da und ich kann es nicht sagen und. Cäsar ans Töpfchen gewöhnen. Cäsar, pass mal auf, Junge, du wirst jetzt hier mal ganz kurz. Mit deiner großen Schwester, ne, quasi, ne, die auch schon fast, ne. Ja, wirst jetzt mal ein bisschen das Pipi machen lernen, ne, und danach kriegst du auch was zu fressen, ne. Wir müssen hier mit Manni ja nochmal ganz kurz hier die, Füllen. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Bibatabu, genau.
Jetzt geht's eine Runde aufs Töpfchen und fluppdiwappdi, dann wird man mal professionell abführen, entleeren lernen. Boah, der Wang, das ist unglaublich. Aber es ist halt der erste Kurze, der mit der Sissi spielt. Was, ach, die sind da unten immer noch am Ball spielen. Freunde, aber ganz schön schaden. Aber Sonntag macht, was er wollt, Freunde. Wir sind alt genug, ne? Und kriegt das hin? Komm, Alter, ne? Was Daubanusa, genau. Manni, hast jetzt hier die Geier gefüttert? Ah, der ist was am Zocken, das ist gut. Gefüttert. Ja, gefüttert. Pass mal auf hier. Käfig öffnen, Käfig öffnen. Und hat das Sinn? Was jetzt schon wieder? Okay, dann gehst du duschen. Gar kein Problem. So. Kleiner Mann. Was machen wir jetzt? Pass mal auf, kannst du hier mit dem Knu ein bisschen zusammen spielen? Tara, willst bitte, geht das nicht? Das ist, kannst du nicht mehr in die Dusche gehen? Okay, dann... Ja, ich hab's verstanden, Süße, ich hab's verstanden. Wie kann ich das denn nicht verkaufen? Ich will das verkaufen. Ach so, das gehört zum Hausinterieur, das kann ich gar nicht verkaufen. Okay, gut, dann müssen wir gucken, dann machen wir das so. Stellen wir das Ding, hier geht's nicht. Stellen wir das immer hin, das Töpfchen. Wo stellen wir das denn? Pisspop mal hin, das ist unglaublich, ich bin hier, ne? Das sind Probleme, die kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist, da steht's so. Hallo? Okay, meine Maus will mich gerade ein bisschen ärgern, das macht aber nichts, ne? Das kriegen wir hin. So, so ist richtig. So, pass mal auf. Ne? Schnauze, pass mal auf, jetzt hör auf zu meckern, du gehst jetzt hier duschen. Jetzt klappt's wieder. Jetzt, Sarah, jetzt, ja, Kind, ist doch alles wieder im Lot, alles wieder. Manni, pass mal auf. Was? Pass mal auf. Süßer, du könntest jetzt, die streiten sich jetzt wahrscheinlich wieder ums Klo, ne? Es ist ja immer so, ne? Manni, mein Freund, pass mal auf. Du machst jetzt hier mal ganz kurz. Okay, was macht er jetzt? Ja, Rumschischi. Rumschischi? Wie sieht der kurz die Hungertechnik aus? Das, pass mal auf, dann können wir das mal so machen. Wupp, genau, das ist eine gute Sache. So, erzähl. Aha. So, Flasche holen für Cäsar, damit der Kleine auch nicht verhungert. Okay. Gretchen ist was am abduschen. Ah, du bist ja voll der Balletttyp geworden hier. Was ist mit dir los, Alter? Der Tag ist manchmal so schlecht in seinem Alter, ne? Wie lange hat er noch, ne? 2 Tage, dann wieder alt. Oh Gott, oh Gott. Er kriegt gerade einen Schock, weil er seine Frau nackig gesehen hat, ne? Das ist in der Tat schockierend. Aha. Ja, siehst aber noch gut aus, Alter. Ne? Kannst dich sehen lassen, ne? Ist denn jetzt hier noch was drin? Oder ist hier nicht mehr? Dann lässt du mal aus da, ne? Kurzer, kriegst du jetzt gerade eine Flasche oder was? Ah, da kommt Manni mit der Flasche, super. Hier schöne Bonsa, ne? Aquacola. Souffle? Wie ist Souffle? Pass mal auf. Du, meine Süße, ne? Du, meine Süße, willst jetzt mal Folgendes machen. Du willst jetzt hier mal an den Computer gehen, Job suchen. So, ich habe schon länger nichts von dir gehört. Ja, das ist auch ganz schrecklich und das tut mir auch fürchterlich leid, aber da fliegen die Geier. Ich kann es aktuell nicht ändern. Ich möchte, weil Gretchen möchte ja in die Wissenschaftskarriere, ne? Hat der Kurz jetzt was gegessen? Richtig, der, so ganz ist der nicht, ne? Das ist... Pass mal auf, Tara, Kind, ja, mach was willst. So, Gretchen, pass mal auf, du brauchst... Was? Ich hab dir gesagt, Job suchen. Sag mal, ihr wollt mich alle verarschen hier. Die müssen mal ein bisschen auf das hören, was ich sage. Ich könnte mich dann jetzt... Ich bin alter Mann. Das ist nicht nett, nicht nett. Ne? So, Wissenschaft sollte es sein. Sollte die Wissenschaft sein. Und gucken wir mal, ne? Hier, schöne Killase. Was haben wir denn da so? Online-jobfreie Musikplattenladen. Weiter so? Die will ja in die Wissenschaft. Sie will ja in die Wissenschaft. Das war ihr Traum, glaube ich, ne? Bildung, Spielplatz überwachen, aber Bildung ist auch nicht, ne? Sie will ja in die Wissenschaft. Sie will in die Wissenschaft, in die Wissenschaft, sie will in die Wissenschaft. Mhm.
Das ist gar nicht so leicht zu wissen. Wir haben im letzten, glaube ich, auch immer schon wieder mal geguckt, was zu finden und Verbrecher weitersuchen. So, Wissenschaft wird nicht so sonderlich viel angeboten, ne? Das ist schon seltsam, aber... Politikerin weitersuchen. Nichts mehr da. Was für eine Kacke. Was für eine... Was ist doch ihr Wunsch, ne? Sie will doch irgendwie, ne? Ach, wo sah ich das nochmal? Hier, da, hier nie. Verrückte Wissenschaftlerin. Ja, wie soll ich das machen, wenn nichts frei ist? Was machen die beiden? Sind die am Zocken oder was macht ihr da? Blitzern. Ah, okay. Die ballen ein bisschen. Wer ist das hier, ne? Ja, Kraft, ne? Pass mal auf. Tara, siehst du, wir machen erstmal Folgendes. Denn du bist ja, sagen wir es mal so, ne? Auch ein bisschen arbeitslos, beziehungsweise nicht mal arbeitslos, aber... So. Und wenn du schon arbeitslos bist, mein Schatz, dann würde ich sagen, dann mal doch mal eine Runde. Du bist ja auch schon sehr kreativ, ne? Mach's mal ein stilles Stillleben, ne? Und damit auch mal... Was? Nein, Moment. Damit auch mal irgendwie ein bisschen was, ne, kohletechnisch da klar machen kannst, ne? Ja, genau. Das war doch ein schönes Ende. Perfekt. Ach so, jetzt muss ich gucken. Machen wir hier dann eine Schießbude mit Uhr im Hintergrund, so, und dann mal C-Taste. Bitte sehr. Was das? Fängst jetzt an? So, bitteschön. Da schmatzen die Farben. Cäsar, oh, Cäsar pennt schon, das ist gut. Das ist, ich weiß nicht, ich glaube, Manni hat den ins Bett gelegt, ne? Hier seid ihr noch was am Gretchen, mein Schatz, was mache ich denn mit dir? Ach, die sind hier, wird am Kicken. Sie, wo ist Evinem? Was kommt jetzt? Schon wieder Ball spielen? Oh. Was? Aber dass wir für Gretchen keinen Job in der Wissenschaft wie Tara von Aufhören haben. Filme. Amor mit Wogen um 18 Uhr älter. Plane Geburtstag und kaufe Amor einen Kuchen. Money. Wieso? Ach, du bist... Oh, guck dir mal die gelben Balken hier an. Das ist ja unglaublich. So, Money, pass mal, was ist mit dir hier? Der ist auch wieder arbeitslos. Ach ne, das war Tara, pardon. Money, dein Job in der Wirtschaft, meine ich, ne? Okay, Charisma. Der muss auf jeden Fall noch ein bisschen Charisma nachlegen. Das bedeutet... müsste einfach sich noch ein bisschen Charisma lernen. Das, wie gesagt, machen wir auch mal direkt reden. Weil das wird auf Dauer wird das kommen, ne? Und ist der Kurze schon wieder wach? Ja, aber der macht sich schon bemerkt. Dass Tara immer in dem Bett pennt, das ist eigentlich ist das Scheiße, ne? Aber ich meine, jetzt soll sie pennen. Ja, egal, was will denn der Kurze hier eigentlich? Der Kurze hat Quellgeist. Quellgeist. Okay, es steht auf Quellgeist, das ist also seine aktuelle Karriere, das kann man machen. Das ist der Kurs, aber auch einen ganz komischen Rhythmus irgendwie, ne? Und Tara irgendwie auch, ne? Das bedeutet, Tara, du holst den jetzt mal aus dem Bett, halten, ne? Damit wir da ein bisschen so einen anderen Kreislauf-Rhythmus reinkriegen, weil, ne? Der Kurze kann ja nicht irgendwie nur nachts irgendwie alleine hier rumgeistern. Ich meine, gut, jetzt ist hier und Figaro hat er noch gar nicht geknüpft. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Wie sieht's hier essenstechnisch bei? Da ist aber noch alles so. Okay, der ist auch nicht so der große Esser, ne? War Amor, glaube ich, auch nicht, ne? Ja, dann gehst du pissen. Pass mal auf, ganz einfach, hier nicht rummeckern, pinkeln gehen. Cäsar, wie sieht's bei dir aus? Da ist aber noch alles so weit im grünen Bereich. Pass mal auf, Kleiner, kannst du denn den Cäsar hier mal ein bisschen kuscheln? Das will ich noch mal sehen. Also, siehst du, hat er ja schon gekuschelt und geknuddelt, ne? Aber jetzt sehe ich mal ganz kurz, wie das aussieht, wenn man das mit Figaro auch macht. Und? Ach, wie süß. Ach, wie süß. Oh. Ah. Lass dich das ganz gemütlich gefallen. Süßi schrubbert sich erstmal ein. Ach ja. Ach, das ist doch süß. Oh, Cäsar und Figaro, die beiden. Oh, jetzt kommt Süßi auch noch dazu, ne? Süßi ärgert den guten Figaro ja gelegentlich ganz gerne mal, ne? Ach, gibt's einen Schmatzer, ne? Super. Und Freunde, super.
Süße, du, nein, nein, bitte nicht, bitte, bitte, bitte. Schnauze, jetzt wird hier, Snack, na, du willst erstmal ein paar Chips essen? Wo ist der gute Armand? Der ist da unten. Wie sieht es hier bei dir energetisch aus? Du kannst jetzt hier nochmal ein bisschen Abendessen servieren. So, dann machen wir mal Nudeln mit Käsesoße. Ja. Wo ist der Kurze? Wie kommt denn der da raus? Hallo, Kleiner, du bist noch. Das ist Hahn dran. Okay, pass mal, komm mal hier hin krabbeln. Du bist gerade ausgebrochen, Kleiner. Ist nicht schlimm, aber. So, pass mal, du bist noch ein Spielchen mit dem Hasen noch ein bisschen. Gibt's auch Charisma-Punkte, das wissen wir ja, ne? Das Steckspiel das und das Telefon, das packen wir uns auch auf jeden Fall noch, ne? Okay, Armand, wird jetzt was kochen? Ist das richtig? Mahlzeit. Okay, Tara isst ein bisschen. Ja, es wird nicht großartig reichen, aber. Mahlzeit. Ja, genau. Müll im Eimer, ne? Und Folge auch im Eimer, beziehungsweise im Kasten, ne? Ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde euch nochmal bitten, unter die Videos zu schreiben, was ihr in Zukunft so sehen wollt von den Sims. Und ja. Verbleibender wie gehabt in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Herzlich willkommen. Ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45.